Hi, ich bin Vero und in dem heutigen Video zeige ich euch alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr das erste Mal Billard spielt. Damit ihr überhaupt wisst, wie ihr euch richtig an den Tisch positioniert, zeige ich euch jetzt einen grundlegenden Trick, den ihr immer wieder anwenden könnt. Und zwar braucht ihr zwischen dem Spielball und eurem Kö drei Kugeln. Das zeigt euch die optimale Länge an zwischen eurer Hand und dem Spielball. Jetzt stellt ihr euch gerade zum Spielball hin, in die Richtung, wo ihr spielen müsst, und winkelt euer rechtes Bein ein wenig an, geht mit eurem Oberkörper nach vorne und positioniert eure Hand. Dadurch seht ihr, dass ihr bereits eine optimale Länge habt. Habt ihr das erledigt, legt ihr erstmal eure Hand flach auf den Tisch. Danach winkelt ihr eure Finger ein bisschen an und stellt sicher, dass ihr mit eurem Daumen eine kleine Brücke bildet. Auf diese Fläche könnt ihr dann euer Kö legen und dadurch habt ihr auch einen guten Halt. Jetzt wisst ihr, wie man richtig am Tisch steht und die Hand positioniert, und im nächsten Schritt zeige ich euch, wie man das Kö richtig hält. Achtet darauf, dass euer Arm ungefähr im 90-Grad-Winkel ist, sprich nicht zu weit vorne und auch nicht zu weit hinten. Seid ihr ungefähr auf 90 Grad, stellt sicher, dass ihr das Kö fest umfasst, aber nichtsdestotrotz sollte das Handgelenk locker bleiben. Und das sind eigentlich auch schon die drei wichtigsten Sachen, die ihr wissen müsst. Also ran an die Platte und viel Spaß beim Spielen. Sporttime. Wenn du Fragen hast, stelle sie direkt in den Kommentaren. Gefällt dir unser Video? Klicke auf Daumen hoch und abonniere jetzt den Sporttime-Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.